Wie lange dauert das Aufpumpen? Viertelstunde ungefähr. Viertelstunde. Diese Plastikplane wird aufgeblasen zu einer riesigen toten Biene. Die wird für Demos gegen das Pestizid Glyphosat gebraucht. Das geht doch ganz schön flott, muss ich sagen. Felix Kolb hat den Verein vor 15 Jahren mitgegründet. Draußen ist er nur noch selten. Sein Arbeitsplatz ist das Büro. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es Spaß macht, rauszugehen, auch wieder direkt mit Leuten ins Gespräch zu kommen, was zu machen, was irgendwie sich mehr direkt anfühlt. Das schon, also auf großen Demos fahre ich natürlich, aber wir machen ja so viele Aktionen. Ja, bin ich leider selten dabei mittlerweile. Der Verein ist in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass der 45-Jährige fast nur noch vom Schreibtisch aus Projekte plant und Mitarbeiter anleitet. Ja, gucken wir mal, was alles entsteht. Für mich war dann das Ereignis, was mich so ein bisschen wachgerüttelt hat, der Film Der Club der toten Dichter, wo am Ende so Jugendliche quasi anfangen, ihren Lehrern irgendwie die Stirn zu bieten. Und dann steigt der Erste auf den Tisch und nach einer Zeit steigt der Nächste auf den Tisch. Und das war für mich der Moment zu sagen, hey, eigentlich will ich mich auch irgendwie engagieren und nicht nur Zuschauer sein. Er protestierte gegen Castortransporte, ist aktiv im Umwelt- und Verbraucherschutz. Dann die Gründung von Campact. Der Verein startet Online-Petitionen, an denen sich jeder sehr einfach mit einem Klick beteiligen kann und organisiert Demos. Ziel ist es, dass sich auch dort viele beteiligen und das Gefühl bekommen, ihre Stimme zählt. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers ist das derzeit nötiger denn je. Wenn ich den Eindruck habe, egal was ich wähle, ich kriege ungefähr immer dieselbe Politik, dann ist es natürlich irgendwie eine Einladung, auch gleich zu Hause zu bleiben. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, wieder klarer profilierte Positionen, mehr erkennbare Debatte, mehr Unterschiede in der Politik und es gibt keine Alternative. Diese vermeintliche Alternativlosigkeit kann dazu führen, dass Menschen das Interesse für Politik verlieren. Ich kenne natürlich aus dem Bekanntenkreis welche, die sagen, ich gehe nicht wählen, aber die sind schon auch vor 15 Jahren nicht wählen gegangen. Die meisten sind heutzutage nur am Klagen, dass es denen schlecht geht, dass niemand was für sie macht. Weiß ich nicht, vielleicht beliebig die Politik oder so, ein bisschen beliebig die Parteien, ja. Politikverdrossenheit entsteht sozusagen unter anderem ja aus dem Gefühl heraus, nicht zu verstehen, warum bestimmte politische Entscheidungen wie gefällt werden, aus dem Gefühl heraus, nicht gehört, nicht gesehen zu werden. Und da ist natürlich das Erleben, wenn ich mich engagiere und es verändern sich Dinge, natürlich eine totale Bestärkung. Zum Beispiel auch durch die Biene. Campact möchte ein deutschlandweites Verbot von Glyphosat erreichen, denn der Unkrautvernichter ist mitverantwortlich fürs Insektensterben. Nur eine von derzeit 10 großen Kampagnen, viel mehr als in den Anfangszeiten, als Felix Kolb und Christoph Bautz nur eine Handvoll Mitarbeiter hatten. Heute sind es 60 Festangestellte, finanziert durch Spenden. Ich würde sagen, Herr Kolb weiß alles bei Campact, schaut überall rein, hat Ahnung von der Technik, hat Ahnung von den Finanzen, von der politischen Analyse, vom Campaigning. Aber da hatten wir eine super Zusammenarbeit mit einem tollen Team von Mitarbeitern. Politikverdrossenheit gab es schon, als sie Campact gründeten. Damals ging jeder Fünfte nicht wählen, heute ist es jeder Vierte bei der Bundestagswahl. Ich glaube schon, dass Veränderung möglich ist, aber er ist wirklich mit viel Arbeit verbunden. Er ist damit verbunden, wieder vor Ort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und er ist sicherlich auch damit verbunden, andere Politik zu machen. Er fände zum Beispiel Volksentscheide gut. Wow, super sieht das aus. Oder dass sich Lobbyisten registrieren lassen müssten. Die Biene ist fertig für den Auftritt mit der Landwirtschaftsministerin. Und wieder mal ohne Felix Kolb.